und hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Leute, es tut mir so leid, dass das jetzt in letzter Zeit nichts mehr kam auf diesem Kanal. Ich hatte einfach sehr, sehr wenig Zeit. Ich hatte einfach kaum Möglichkeiten, irgendwie ein Video zu drehen, weil ich habe wirklich ziemlich viel zu tun, auch für die Schule. Aber heute ist es eigentlich mal wieder soweit und heute wird es einfach mal darum gehen, was in den letzten Wochen passiert ist. Also wir hatten ziemlich viel Regen, also wir hatten auch Sturm, habt ihr jetzt hier mitbekommen, der Hurricane Xavier, also der hat sich natürlich abgeschwächt. Der kommt nie wirklich als Hurricane an, weil halt auf Land der halt nicht mehr an Energie gewinnt, weil ja unter ihm kein Wasser mehr ist. Ein Hurricane braucht ja Wasser, damit der stärker werden kann. Das war halt nicht der Fall. Und dann haben wir ihn halt als subtropisches Tief, also als da war schon noch kräftiger Wind dabei, aber zum größten Teil war einfach nur halt stürmisch und halt regnerisch. Ja, und jetzt am Wochenende, da kommt ein kräftiges Hoch auf uns zu. Da wird es ziemlich warm, vor allem im Südwesten Deutschlands sind da bis 26 Grad immer möglich. Das ist fast Rekordtemperatur. Wir hatten mal 30 Grad. Das war aber vor 20 oder 30 Jahren, hatten wir das. Das ist auch selten der Fall, dass es mal so warm wird. Aber da halt dieser Hurricane kommt, ich weiß nicht genau, wie der heißt, irgendwas mit O am Anfang auf jeden Fall, der zieht jetzt Richtung Irland. Und das ist generell dieses Jahr ziemlich krass, wie viele Hurricanes im Moment unterwegs sind oder generell tropische Wirbelstürme. Also eher überdurchschnittlich. Und da dieser Hurricane so nordöstlich zieht, nimmt er eine ganz schön große warme Luftmasse, also Mittelmeerluft nach Deutschland. Also Spanien ist im Moment gerade eine Hitzewelle bis 34 Grad oder sowas. Und daher kriegen wir halt hier ganz schön viel Wärme ab. Morgen soll der wärmste Tag sein, heute ist Sonntag und ja, ihr seht, ich bin hier kurze Hose in T-Shirt und ja, lasst es mir einfach hier gut gehen. Und ja, ich kann euch mal kurz den Himmel zeigen. Der Himmel sieht bombastisch aus. Ich kann da nichts weiter zu sagen, Leute, wenn ihr was seht, noch nicht. Ziemlich geil, würde ich mal behaupten, ne? Ich hoffe mal, dass ihr jetzt irgendwas gesehen habt. Hab mich heute auch noch mit einem Kumpel verabredet und ja, Leute, es tut mir wirklich leid, dass nichts kam. Das letzte Mal war ja ein Gewittervideo. Aber das hat leider. Ja, ist leider schon ein bisschen länger her. Leute, ich werd mir jetzt Mühe geben, dass ich jetzt ein Video mache. Aber das wird dann nicht lange gehen, vielleicht 5 Minuten oder 6 Minuten. Ich denke mal, ich werde das so machen, wie Kachelmann mit, dass ich einfach so einen Wochenausblick mache oder einfach so, falls ein Unwetter kommt, Unwetter-Spezial oder sowas in der Art einfach. Ja. Aber das Gewitter, das bei uns war, kann ich auch mal ein bisschen näher drauf eingehen, das war zwar klein, das hat ja mit Sicherheit auch an der Überschrift lesen können. Das war wirklich klein, hatte aber wirklich ganz schön kräftige Blitze am Start. Also einer, der war wirklich sehr, sehr nah bei uns eingeschlagen. Das waren vielleicht 1 oder 2 Sekunden. Auf jeden Fall war der ziemlich nah dran. Und der Donner, der hat es auf jeden Fall auch ziemlich in sich gehabt. Und dann habe ich aber leider am Anfang einen Blitz verpennt. Aber naja, es ist halt nicht so tragisch. Und das Glück, was wir halt hatten, war, dass das Gewitter sich bei uns gebildet hat. Und dann ist es dann, keine Ahnung, 3 oder 4 Kilometer weiter schon abgeklungen. Also hatten wir auf jeden Fall ziemlich Glück. Generell, es war an diesem Tag ziemlich viele Gewitter unterwegs. Also halt immer nur einzelne Gewitter. Aber dafür halt kräftig. Und ja, also hatte ich ziemlich Glück. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass da Gewitter auf einmal kam. Aber ich habe so eine Wetter-Online-App, die ist wirklich immer richtig. Also wirklich immer. Übrigens, es kann nächste Woche zu einem Sturmtief kommen. Da stand schon was mit über 80 km/h oder was, habe ich gelesen. Und möglicherweise könnte wieder ein Sturm kommen. Aber das war klar, dass die Wärme nicht lange halten wird. Dass es dann wieder einen Tiefausläufer gibt. Und dann gibt es dann wieder Regen und so weiter. Und das ist halt eigentlich ein ganz normales Szenario mittlerweile. Aber hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Bitte dann hinterlasst mir ein Like und ein Abo da. Ich kann schon nicht mal keine Ahnung. Ich kann schon nicht mal das Ende. Aber lasst auf jeden Fall mal ein Like da und würde mich ziemlich freuen. Und es tut mir wirklich leid, dass nichts kam. Ich werde mir jetzt Mühe geben, Videos hochzuladen und dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf den nächsten Tag auf was freuen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir ja noch die 100 Abonnenten. Mal gucken, was ich mir überlege. Ich denke mal, ich werde irgendwas tun, aber das wird sich noch zeigen. Ich würde mal sagen, Leute, haut da rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.